Hallo meine Lieben, da sind wir zurück zu The Colonists, hallo. Wir kriegen derzeit gerade richtig ein auf... Was? Was? Habt ihr schon mal so einen Start einer Folge gesehen? You lost your colony ship? Wie das denn? Ach, man muss den... Okay. Ja... Hallo und herzlich willkommen zu The Colonists. Wir fangen neu an. Okay, selten so einen auf die Nuss gekriegt. Aber okay, wir haben dazu gelernt. Wir haben jetzt dazu gelernt. Das klappt schon. Das klappt alles. Also wir wissen jetzt, Zeit ist jetzt, also der Gegner ist hier oben. Das heißt, Zeit ist so ein bisschen alles. Ein bisschen mehr Management von den Ressourcen, vor allem Steine. Hier unten ist Endlossteine, hier sind Steine, da ist Kohle. Wir müssen hier unten ganz schnell ran. Das mache ich auch nochmal. Indem wir... Also wir müssen unser Ship auch irre schützen, anscheinend. Ja, wir machen hier wieder eine Holzproduktion auf. So. Kurze Konzentration hier. So. Ja, erstmal okay, erstmal go. Baut das mal. Vor allem die hier sind relevant. So, der holt Steine. Hier oben lagern wir dann Holz ein. Der hier, der darf... So machen wir das hier. So schützen wir auf jeden Fall das Mothership besser. So, ich muss hier einmal bitten, dass die mir jetzt hier da eine Schneise schlagen. Der hier. Darf da Bäume pflanzen. So, Batterien haben wir jetzt auch gerade nicht mehr. Dann brauchen wir aber auch einen Brunnen. Und die Sheepfarm.
Jetzt brauche ich hier oben aber einmal den letzten Baum. So. So weit, so gut. Ne? Also geht. Geht immer besser natürlich, aber geht. Wir arbeiten uns jetzt ganz schnell voran. Hier eine Sommel. Ja. Da ist er schon. Möchte jetzt ja nicht meckern, aber wenn wir schnell sind, wenn wir wirklich jetzt schnell sind, das können wir mal ausprobieren. Ohne jetzt groß in den direkten Kampf zu gehen. Was passiert, wenn wir... Das ist ein Versuch mit euch jetzt. Was passiert, wenn wir direkt jetzt den Tower so bauen da oben, dass der ranstößt und dann bauen wir noch einen? Ah, er macht das Gleiche. Sehr interessant. So. Der hier macht die beiden kaputt, wenn er fertig ist. Nicht. Oh, jetzt muss der fertig werden. Okay. Es ist jetzt einfach mal ein Versuch und ich nehme den sehr gern auf. Damit wir sehen, ob das so funktioniert. Ach, der hat nicht... Ah, ich habe es nicht ganz abgepasst. Okay.
nicht ganz von meiner... Ich habe erst gedacht, bis dahin kommen die nicht. Das Krasse ist, ich habe das Gefühl, der Computer schneit, was ich vorhab. Sehr gute KI anscheinend. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt in Flammen aufgeht. Achtung und... Und er hat nicht so viele Türme hier. Das, ja gut, die drei, ne? Das ist schon... Okay. Konzentrieren wir uns jetzt. Jetzt haben wir gut sind wir gut vorgeprescht diesmal. Das heißt, ressourcentechnisch kommt er nicht weiter an das Eisen hier, er kommt hier nicht hin, alles nicht. Das heißt, wir können uns jetzt bemühen, voll in Richtung Forschung zu gehen. Forschungsgebäude habe ich noch nicht gebaut, richtig? Nein, habe ich noch nicht. Das kommt jetzt. Das kommt hier hin. Genau. Holz ist wichtig. Deswegen bauen wir dann noch ein bisschen was von. Forschungsgebäude wird gebaut. Wir haben Steine hier unten, wir brauchen aber mehr. Wir haben die Steine hier rechts jetzt nicht bekommen. Da ist er jetzt dran, sehe ich gerade. Jetzt haben wir ein bisschen was hinzugewonnen hier. Ha! Aber ich glaube, das geht nicht. Ich kann nicht... Ich kann da keinen Weg bauen. Nee, geht nicht. Da komme ich nicht hin. Es sei denn, ich versuch's mal. Mal gucken, ob ich da... Nee. Aber okay, wir sind jetzt schon wesentlich weiter als vorher. Aber der Computer hat reagiert auf uns. Der Lurch. Ah, so wie es aussieht. Könnte man hier oben noch einen bauen? Alles nutzen, was einem das Spiel als Baumöglichkeit bietet für Türme. Erst hier wieder. Okay, die Steine hier... sind sehr relevant. Vielleicht kurz überlegen. Ja, wir müssen hier durchbrechen, ne? Erstmal Science, damit wir Richtung Arrows gehen können. Der Turm hier wird den nicht kaputt machen. Aber er wird uns hier Platz, er wird es hier komplett abschneiden. So, wir wollen... darüber. Erstmal.
Na, hier kann ich jetzt nicht mehr bauen. Wir haben das Maximum rausgeholt, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal so frei behaupten. Der braucht noch ein paar Steine. Wir haben nur einen. Oh, wir brauchen mehr Residence. Wie sieht's aus mit Nahrung? Plus eins noch. Das heißt, eine Residence können wir noch bauen. Holz sieht jetzt eigentlich soweit ganz gut aus, finde ich. Mit unserer Gesamtproduktion sieht das auch recht gut aus. Ich will halt nur nicht mehr verlieren. Das war ein super Start heute. Der kann hier keine Türme mehr bauen. Das heißt, jetzt beginnt der Wettlauf. Der Wettlauf zu den Pfeilen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Okay, Leute. Dann mal macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.